Herr Präsident, verehrte Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ja nicht die erste Debatte, die wir zu diesem Thema führen, denn der Gesetzentwurf von Bündnis 90 Die Grünen, der hier eingebracht worden ist, hat uns ja in ähnlicher Form, praktisch dieser Gesetzentwurf, auch in der letzten Legislaturperiode beschäftigt. Die Positionierung der Grünen, die Positionierung der FDP ist ja auch Gegenstand der Sondierungsberatungen gewesen, dort immer gelb markiert geblieben, also ein offener Punkt. Der Abbruch der Verhandlungen durch die FDP hat dann dazu geführt, dass wir nie erfahren werden, wie das dann am Ende in dieser Sondierung ausgegangen wäre mit diesem Punkt. Selbst dran schuld, muss man in Richtung FDP sagen. Und die Spannung, die wir zur SPD da als Union haben, die merken wir auch nicht das erste Mal, sondern die haben wir in der letzten Legislaturperiode auch ausführlich gemerkt. Und das führt ja dazu, dass wir im Jahre 2016 eine sehr ausführliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Grünen gehabt haben. Und ich will aus der noch mal daran erinnern, was der Einzelsachverständige Professor Thomasius damals dort vorgetragen hat. Ja, aber jetzt hören Sie mal zu. Der hat nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass das Betäubungsmittelgesetz, über das wir jetzt heute hier im Wesentlichen sprechen und seine Zukunft, ein Element einer Vier-Säulen-Politik ist, die auch im Cannabisbereich in den letzten Jahren ständig weiter ausgebaut wurde. Es gibt Präventionsangebote und viele Hilfsmöglichkeiten für Cannabisabhängige. Es ist ja schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich in der Häufigkeit der Therapien, die durchgeführt werden, Cannabis an der Spitze der illegalen Stoffe steht. Cannabis also ist die am meisten zu notwendigen Behandlungen führende Droge. Und er hat. Wir sprechen jetzt von den Illegalen. Ich habe jetzt von den Illegalen gesprochen. Ich komme gleich noch mal auf Alkohol und Tabak zu sprechen, weil wir dort natürlich eine integrierte Präventionspolitik brauchen. Die Gefährlichkeit von Drogen entscheidet sich in der Tat nicht alleine nach der Frage Legalität, Illegalität, sondern die entscheidet sich natürlich nach den Wirkmustern. Herr Kollege, Frau Strack-Zimmermann würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte. Vielen Dank, Herr Kollege, das ist sehr nett. Eine Frage. Es gibt ein Modellprojekt oder soll eins geben in der Landeshauptstadt Düsseldorf, aus der ich komme. Die Katholische Hochschule in Köln hat sich bereit erklärt, das wissenschaftlich zu begleiten. Haben Sie das Gefühl, dass die Katholische Hochschule diesbezüglich nicht alle Tassen im Schrank hat, sondern ein hohes Interesse hat, das sehr professionell, sehr sachlich und auch natürlich mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu begleiten? Da kann ich mir kein Urteil erlauben, weil ich dazu in die wissenschaftliche Debatte über diese Studie rein müsste. Ich glaube aber, dass alle die, die derzeit Anträge stellen, übersehen, wie die Gesetzeslage ist. Und das ist ja der Grund dafür, warum Sie selber auch sagen, Sie möchten ja Modellversuche ermöglichen. Sie haben ja ein paar Beispiele genannt, wo es auch außerhalb von Düsseldorf Anträge gegeben hat, in Münster beispielsweise. Sie haben die Cannabis, die sind alle abgelehnt worden auf der Basis der vorhandenen Rechtslage. Das ist auch, finde ich, nachvollziehbar. Und einer der Teile, die wir ja dann zu diskutieren haben werden, ist die Frage, ob wir das für Modellversuche oder generell, wie das andere beantragen, aufheben wollen. Nur, ich finde, was nicht geht, und dagegen wende ich mich, wir haben dieses Vier-Säulen-Konzept. Wir haben die Prävention, wir haben die Hilfsmöglichkeiten, wir haben eine sehr ausdifferenzierte Therapielandschaft, wir haben Konzepte der Schadensminimierung für riskant konsumierende Cannabiskonsumenten und wir haben das Betäubungsmittelgesetz. Und das Betäubungsmittelgesetz hat das Ziel, die Erzeugung und den Handel einzudämmen, um Kinder und Jugendliche vor der Verführung zu schützen. Und ich finde, wir müssen dann schon auch mit Blick auf diese Anhörung, die wir gehabt haben, widersprechen,
Wenn hier steht, der Kampf gegen den Cannabiskonsum durch Repression ist gescheitert, also so reduzieren Sie die Cannabiskontrollpolitik in dem FDP-Antrag oder die Verbotspolitik ist vollständig gescheitert, wenn ich den Antrag nehme, den die Linke eingebracht hat, oder die Prohibitionspolitik ist im Bereich von Cannabis vollständig gescheitert. Denn wir müssen ja schon, wie das in der Begründung für den grünen Antrag steht, ich finde, wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass es 4 oder 5 skandinavische Länder gibt, in denen noch weniger regelmäßig gekifft wird als in Deutschland. Aber gerade die Staaten, die Cannabis kontrolliert abgeben oder die einen sehr nachlässigen Umgang mit Cannabis und wenig Prävention und wenig Hilfsangebote haben, wie beispielsweise Tschechien oder Portugal, Spanien, Italien, haben deutlich höhere Konsumquoten. Und zugleich zeigt die 2015 veröffentlichte Studie der Europäischen Beobachtungsstelle, dass nirgendwo sonst in Europa so viele regelmäßige Cannabiskonsumenten Therapieangebote erhalten, Hilfsangebote erhalten wie in Deutschland. Das heißt, wir haben mit dieser 4-Säulen-Therapie, hätte ich fast gesagt, mit dieser 4-Säulen-Strategie, zu denen das Betäubungsmittelgesetz dazu zählt, haben wir Bestnoten bei der Europäischen Beobachtungsstelle. Und deswegen finde ich, sollte man ein bisschen einfach mit der Notwendigkeit operieren, dass dort auch zu dieser 4. Säule eine Evaluation tatsächlich stattfindet. Und ich finde es fahrlässig. Herr Kollege, es gibt noch eine Zwischenfrage von der Kollegin von der SPD-Fraktion. Einverstanden. Ja. Ah, Entschuldigung. Ich bin zwar von der grünen Fraktion, aber ich bitte trotzdem darum, eine Frage stellen zu dürfen. Herr Kollege, vergleichen Sie da nicht Äpfel mit Birnen, wenn Sie sagen, wir in Deutschland haben die besten Präventionsangebote und dann Staaten anprangern mit steigendem Konsum, von denen Sie selber sagen, Sie hätten völlig unzureichende Präventionsangebote. Das ist das eine. Und suggerieren Sie nicht völlig falsche Zahlen, wenn Sie vernachlässigen, dass über 2 Millionen Menschen in Deutschland von legalen Schmerzmitteln abhängig sind und über 1 Million von Alkohol, also legalen Drogen. Wir wissen doch, diese Deklaration legal und illegal ist der Willkür ausgesetzt und Ihr Vergleich liegt auf völlig unterschiedlichen Voraussetzungen zugrunde. Also widersprechen Sie sich da nicht selber? Nee, ich widerspreche mir da nicht, weil wir uns komplett einig sind, das ist aber nicht Gegenstand dieser Anträge. Wir haben ungefähr 100.000 Tabaktote in Deutschland im Jahr. Wir haben ungefähr 40.000 Alkoholtote in Deutschland im Jahr. Und wer den Eindruck erweckt, als wäre das Thema Sucht abgehandelt mit den illegalen Suchtstoffen, der hat nicht verstanden, wie das tatsächlich ist. Und deswegen gilt für Tabak wie für Alkohol wie für die illegalen Suchtstoffe Prävention, Prävention, Prävention als der zentrale Ansatzpunkt. Und wir haben ja aus dem Grund auch gemeinsam in der letzten Legislaturperiode die Möglichkeiten, die das Präventionsgesetz bietet, geschaffen und haben uns für diese Legislaturperiode vorgenommen, die Möglichkeiten auszubauen. Und wir haben auch in der Koalitionsvereinbarung gesagt, dass wir bei Tabak und Alkohol gezielt die heutigen Möglichkeiten ergänzen wollen. Da würden mir viele Dinge zu einfallen. Diese Dinge, das werden wir dann, wenn es dazu kommt, zu bereden haben. Aber es ändert ja, dass Sie im Bereich von Tabak und Alkohol ein ungelöstes Problem haben, doch nichts daran, dass es falsch ist, im Bereich Cannabis aus einem mäßig bis schlecht beherrschten Problem jetzt ein völlig ungelöstes Problem zu machen. Das ist doch nicht eine Logik, die überzeugt. Und deswegen sage ich, mich stört an allen 3 Anträgen, die jetzt zur Debatte stehen, dass so getan wird, als sei die deutsche Cannabiskontroll-, Cannabis-Ablehnungspolitik gescheitert. Und für mich ist, wenn wir uns die Prävalenzraten ansehen, also die Anzahl junger Erwachsener zwischen 15 und 34 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert haben, dann liegen wir in Deutschland mit 13,3%
unter der Rate der Niederlande, 16,1%. Wir liegen unter der Rate Spaniens, 17,1%. Und wir liegen deutlich unter der Rate Frankreichs, 22,1%. Zahlen der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich es fahrlässig finde, von vornherein über Bord zu werfen, das, was wir als Erfolg haben. Es trifft nicht zu, dass die Cannabispolitik in Deutschland gescheitert sei, sondern wer sich anguckt, was die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ausweist, der sieht das genaue Gegenteil. Wir kriegen mit einigen skandinavischen Ländern zusammen Bestnoten, was die Frage der Cannabiskontrolle angeht. Und daran möchte ich nicht einfach im Hauruck-Verfahren, weil es populär ist und weil es in den Schulen gut ankommt, daran alles ändern. Denken Sie an Ihre Zeit. Ja, ja, die ist ja nun schon erheblich überschritten. Allerdings. Ich habe auch die Uhr angehalten bei den Zwischenfragen. Ja, es gab ja auch noch ein paar weitere Fragen, aber die lassen Sie vielleicht nicht mehr zu. Ich wäre bereit, sie zu beantworten. Wenn es hier nicht geht, dann gerne in den Ausschussberatungen, auf die ich mich freue. Ich glaube, dass wir diese Ausschussberatungen brauchen. Ich finde, wir sollten sie nicht mit einer ideologischen Vorfestlegung, das Betäubungsmittelgesetz muss weg, treffen, sondern wir sollten dessen Erfolge dabei fair bewerten. Und auf diese Diskussion freue ich mich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also, Herr Kollege, ich glaube, das ist eine gute Idee, das in den Ausschüssen weiter zu beraten. Ich schließe die Aussprache.